Sehr geehrter Herr Billen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten und aus den anderen Parteien, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass ich Gelegenheit habe, heute an Ihrer Konferenz, an Ihrer Tagung teilzunehmen. Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, zu einem Thema zu sprechen, das ich auch mit Blick auf das magische Datum des 22. September für so wichtig erachte, dass ich in der Tat mit Frau Tsipras jemanden gebeten habe, in dem Kompetenzteam tätig zu sein, dass dieses wichtige Feld des Verbraucherschutzes wahrnimmt. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, dass ich heute zu diesem Thema sprechen kann, allerdings sehr spezifisch, nicht über die Bereiche des Verbraucherschutzes, die ich dabei keineswegs hinten anstellen will, ob das Lebensmittel ist, ob das Internetzugang ist, ob es Mietrecht ist, sondern mein Akzent wird sich wesentlich kümmern mit der Frage nach dem Verbraucherschutz auf dem Gebiet des Finanzmarktes und der verschiedenen Finanzanlagen, wo ich bei der kleinen Ausstellung, die Herr Bill mir gezeigt hat, ja sehr unmittelbar erfahren durfte, in welchem Ausmaß dieses Thema vielen aktuell auf den Nägeln brennt. Mein Eindruck ist, dass dieses Thema gerade in Krisenzeiten nochmal an Bedeutung gewonnen hat, wenn Sie so wollen, politisch, etwas abstrakter auch aus der Sicht von vielen Bürgerinnen und Bürgern und Verbraucher und Verbraucherinnen, weil sie sich fragen, wer eigentlich unsere Lebens- und Arbeitsverhältnisse bestimmt. Ist das ein anonymer, entgrenzter Finanzkapitalismus oder sind das nach wie vor demokratisch legitimierte Institutionen, national wie auch international? Oder etwas komplizierter ausgedrückt, bei wem liegt eigentlich der Primat? Bei sehr marktradikalen Entwicklungen, bei Finanzmarktgeschäften, die teilweise gar nicht mehr von Menschen getätigt werden, sondern Algorithmus gesteuert sind und dann in einer Dimension, die im Fall von Exzessen dazu führen kann, dass ganze Gesellschaften und ganze Länder an den Rand des Abgrunds oder sogar hineinmanövriert werden. Die Frage, die viele beschäftigt, ist in der Tat diejenige, ob wir noch die konstitutiv wichtigen Elemente einer sozialen Marktwirtschaft haben oder nicht. Ich will sagen, fällt Haftung und Risiko zusammen? Oder wird die Risikoignoranz, das Zocken von vielen, letztlich da so ziemlich risikolos, dass es nicht etwa diese Zocker selber sind oder ihre Finanzinstitute, sondern die Gemeinschaft der Steuerzahler, die die Haftende in letzter Instanz sind. Haben wir es noch damit zu tun, dass das wichtige Prinzip einer sozialen Marktwirtschaft Haftung und Risiko zusammenfällt? Diese Fragen beschäftigen uns nicht erst seit gestern, sondern seit Ausbruch der Finanzkrise. Und meine ehrliche Antwort lautet, die Frage ist noch nicht entschieden. Kommen wir auf Augenhöhe mit Regularien, mit dem, was man Leitplanken, Verkehrsregeln nennen kann für die Finanzmärkte und kommen so weit, dass wir denen die Tischkanten dessen vorschreiben können, wo sie dann Markt betreiben können, oder aber laufen wir aufgrund der Geschwindigkeit, der Beschleunigung, der Entgrenzung diesen Finanzmärkten hinterher. Aber nicht nur aus dieser eher politisch etwas abgehobenen Sicht, sondern auch sehr individuell spielt das eine erhebliche Rolle seit den Krisenzeiten. Denn viele Menschen fragen sich drängender denn je, ist meine Anlage eigentlich sicher? Bekomme ich das wieder, was mir versprochen worden ist, zum Beispiel mit Blick auf eine Altersvorsorge und das entsprechende Finanzmarktprodukt? Oder werde ich im Alter mit leeren Händen dastehen? Wie kann ich mich davor schützen, übervorteilt zu werden? Ich hatte, wie ich sagte, die Gelegenheit, in der kurzen Mittagspause mir einige konkrete Fälle anzugucken, teilweise mit den Betroffenen auch zu reden, insbesondere auch jenes Geschäft, wo ein Mann eine Schrottimmobilie gekauft hat und anschließend keine andere Möglichkeit mehr sieht, als eine Provision von über 18% zu zahlen, die aber in dem Verkaufsprojekt nie gestanden hat. Ich fürchte, das sind keine Einzelfälle. Mich erreichen nicht täglich, das wäre übertrieben, aber mich erreichen doch regelmäßig Leidensgeschichten von Bürgern und Bürgern, die ihr hart verdientes Geld an den Finanzmärkten oder über teilweise obskure Finanzmarktprodukte verloren haben. Und viele von denen stellen für sie ein undurchdringliches Labyrinth dar. Und deshalb ist mein Besuch heute auch eine gute Gelegenheit, Ihnen, all diejenigen, die im Bereich des Bundesverbandes, aber auch der Verbraucherzentralen engagiert sind, meinen Dank und auch meine aufrichtige Anerkennung dafür auszusprechen, dass Sie diese Fälle nicht nur dokumentieren und den Betroffenen auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, sondern dass Sie dieses Thema versuchen, auf die politische Agenda zu treiben. Dabei weiß ich natürlich sehr genau, dass Sie vornehmlich von der Politik, also auch einem Repräsentanten wie mir,
erwarten, ja, diese Politik in der Pflicht sehen, die Verbraucherinnen und Verbraucher vor solchen Erfahrungen zu schützen. Dessen unbenommen, noch einmal, bin ich für die gute Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen sehr dankbar, denn uns eint ein Anliegen, nämlich denen eine Stimme zu geben, die keine Stimme haben oder deren Marktmacht jedenfalls nicht so groß ist wie die der Anbieter, denen mindestens eine Plattform zu geben, die sich keine schlagkräftige Lobbyorganisation leisten können. Diejenigen zu unterstützen, die erkennbar Rechtsverfahren schon aufgrund der damit verbundenen materiellen Beschwernisse nicht einfach eingehen können, obwohl sie sich vielleicht nicht nur subjektiv im Recht fühlen, sondern möglicherweise auch objektiv Recht bekommen würden. Ich habe mitgekriegt, dass heute Morgen Herr Schirmacher bei Ihnen zu Gast gewesen ist. Ich habe sein Buch Ego vor einiger Zeit gelesen, was mich sehr interessiert hat, in dem ein, sagen wir mal, eher bekannter Intellektueller eines eher konservativ-bürgerlichen Blattes plötzlich entdeckt, dass diese Ego-Gesellschaft vielleicht sich trennt von dem, was diese Gesellschaft auch zusammenhalten könnte, dass plötzlich die Maximierung des persönlichen Nutzens so etwas wie zu einer Ideologie verkommen ist und jedenfalls dem gemeinen Sinn und dem gemeinen Wohl sehr stark entgegensteht. Insofern ist dieses Buch sehr interessant, vielleicht deshalb, weil es eben nicht von einem Sozialdemokraten oder von jemandem geschrieben worden ist, der im linken Spektrum zu Hause ist. Er redet unter anderem von dem Vormarsch des Homo Ökonomicus. Und in der Welt des Verbraucherschutzes wird der, glaube ich, mündiger Verbraucher genannt. Gemeint ist der Verbraucher oder die Verbraucherin, die ihre Tage damit verbringt, Produktinformationen zu Waschmaschinen genau zu vergleichen, die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe von Tiefkühllasagne sehr genau zu studieren und die Vertragsklauseln von Angeboten für eine Lebensversicherung minutiös zu entschlüsseln. Und das alles auf der Basis dessen eine sehr rationale Entscheidung zu treffen. Ich glaube, wir müssen uns inzwischen von dieser Vorstellung eines mündigen Verbrauchers gelegentlich trennen, weil es eine Fiktion ist. Denn dieses Leitbild eines hochrationalen Verbrauchers oder Verbraucherin setzt ja einen Zeitaufwand und ein Wissen voraus, die wir gar nicht voraussetzen dürfen, einfach weil sie mit den Lebenswirklichkeiten kollidieren. Und die neue Verbraucherforschung hat uns ja auch gezeigt, den Verbrauchern wird eine Verantwortung zugewiesen, die sie kaum wahrnehmen können. Es sei denn, sie haben 8 Semester Ökotrophologie studiert, nebenbei auch Chemie und Jura und am besten auch noch einen Volkshochschulkurs in Buchhaltung unternommen. Dann sind sie das, was wir als mündigen Verbraucher bezeichnen können. Und sie haben daneben weder einen fordernden Job, noch müssen sie Kinder erziehen, sondern sie sind völlig frei in ihren zeitlichen Dispositionen, sich um all die Fragen zu kümmern, die ich dort andeutete. Es gibt aber eben auch den vertrauenden Verbraucher, der davon ausgeht, dass er fair behandelt wird, dass er korrekt und transparent informiert wird. Und es gibt auch den verletzlichen Verbraucher, der, etwas salopp ausgedrückt, leicht zu beeinflussen ist oder von der Scheinautorität der Verkäufer, die mit ihm zu tun haben, so beeindruckt ist, dass er gar nicht dazu kommt, nachzufragen. Und die brauchen erkennbar mehr Schutz, jedenfalls mehr Schutz als die angeblich mündigen Verbraucher. Dessen ist sich die SPD, meine Partei, sehr bewusst, im Gegensatz, wie ich fürchte, zu manchen Vertretern auch politischer Konkurrenten, die immer noch voll auf eine Eigenverantwortung der Verbraucherinnen und Verbraucher setzen und auch auf eine Selbstverpflichtung der Anbieter. Es darf aber nicht sein, dass der Verbraucher in der Pflicht ist, selber dafür zu sorgen, dass in seiner Lasagne kein Pferdefleisch ist, dass ihm seine Rentenversicherung nicht erst im Alter von 110 Jahren ausbezahlt wird und dass ihn sein Mobilfunkanbieter per Telefonanruf nicht einen teuren Tarif versucht unterzujubeln. Verbraucherschutz, meine Damen und Herren, und über den Satz werden Sie sich vielleicht ein bisschen wundern, vielleicht ihn auch als unangemessen empfinden, aber Verbraucherschutz gehört seit Gründung meiner Partei vor 150 Jahren zu einem Kernanliegen der SPD. Das meine ich tatsächlich ernst, ohne mich dabei aufspielen zu wollen und Ihnen Ihre Verdienste und Ihre Entwicklung seit Beginn der 50er Jahre streitig zu machen. Aber ich will in der Tat daran erinnern, dass das bei der SPD mal anfing mit Konsumgenossenschaften der Arbeiterbewegung. Konsumgenossenschaften im Rahmen der Arbeiterbewegung Ende des 19. Jahrhunderts, die dazu dienten, die Abhängigkeit einer Industriearbeiterschaft von ihren Arbeitgebern abzumildern und sie vor Übervorteilungen zu schützen.
Das war wesentliches Anliegen, neben einer Bildungsbewegung innerhalb der SPD, aber auch dies. Und es hörte schließlich auch nicht auf mit der Verbraucherschutzpolitik, die wir sehr ernst begonnen haben zu nehmen in der sozialliberalen Koalition, wo sehr viel zahlreiche Weichenstellungen, glaube ich, im Sinne eines fortschreitenden Verbraucherschutzes gestellt worden sind. So zum Beispiel die Novellierung des Kartellgesetzes, die Einführung einer Klagebefugnis der Verbraucherverbände, sehr wichtig, oder auch eine Reform des Arzneimittelgesetzes. Worauf ich hinaus will, ist, der Verbraucherschutz liegt also irgendwo, vielleicht für Sie zu rudimentär, aber immerhin in der politischen DNA der SPD. Und deshalb freue ich mich noch einmal, dass ich mit Brigitte Zypris jemanden gewonnen habe, der diese Frage des Verbraucherschutzes eben nicht allein auf die Frage der Lebensmittelsicherheit bezieht. Das ist eine Verkürzung, die wir nicht mitmachen. Das ist eine Verengung, wo ich auch zunehmend zu dem Ergebnis komme, dass vielleicht dieses wichtige politische Gebiet des Verbraucherschutzes in einem Landwirtschaftsministerium dann vielleicht auch nicht so ideal aufgehoben ist. Weil wir längst wissen, dass wir nicht nur über Lebensmittelsicherheit zu sprechen haben, sondern auch mit Blick auf das, was auf den Energiemärkten stattfindet, mit Blick auf den Strombezug, insbesondere mit Blick auf die Finanzanlagen, auf die ich gleich zurückkehren werde, aber auch mit Blick auf die Frage des Gesundheitsmarktes und nicht zuletzt auch das, was im Internet passiert, auch mit Daten. Ich möchte aus aktuellem Anlass hinzufügen, auch mit Blick auf den Mieterschutz, weil Herr Siebenkotten hier ist und wir uns in der letzten Zeit häufiger darüber unterhalten haben. Da finde ich es sehr erfreulich, dass Frau Merkel keine Schwierigkeiten mit Urheberrechten hat und nach einer längeren Lernkurve zu demselben Ergebnis gekommen ist wie die SPD. Das Einzige, was mich wundert und was die Geschichte etwas unglaubwürdig macht, und das meine ich dann nicht nur im Sinne eines leichten Nadelstiches, ist die Tatsache, dass Frau Merkel vor wenigen Wochen ein Mietrechtsänderungsgesetz unterschrieben hat und hat verabschieden lassen, das eben das Gegenteil von dem ist, was sie jetzt öffentlich verkündet. Denn dieses Mietrechtsänderungsgesetz hat zu einer Schwächung der Interessen von Mietern beigetragen. Und wenn sie einen ähnlichen Stand der Erkenntnisse gehabt hätte wie die SPD, dann hätte sie ja auch schon in dieses Mietrechtsänderungsgesetz, das am 1. Mai dieses Jahres in Kraft getreten ist, exakt das aufnehmen können, wozu sie jetzt wenige Wochen vor der Wahl nun sich endlich durchgerungen hat. Das scheint mir eine nicht sehr glaubwürdige Politik zu sein. Und das gelegentlich an der einen oder anderen Stelle auch unter Wahrung von Höflichkeitsregeln und diplomatischen Qualitäten, zu denen ich durchaus in der Lage bin, deutlich zu machen, führt mich zu diesem leichten Exkurs, den ich hiermit beende. Wir haben, wie Sie vielleicht mitgekriegt haben, in dem in Augsburg verabschiedeten Regierungsprogramm eine große Bandbreite solcher Verbraucherschutzthemen vorgelegt, für die Frau Zypris zuständig ist, und zwar auch mit Blick auf die damit verbundene Rechtsmaterie. Deshalb bin ich sehr froh, dass eine ausgewiesene ehemalige Justizministerin und Juristin dies wahrnimmt, weil es nämlich keinen Sinn machen würde, dies nur politisch zu adressieren, ohne daraus die notwendigen Rechtsschritte dann auch als Konsequenz zu ziehen. Dieses Programm dokumentiert unsere Entschlossenheit, den Verbraucher und die Verbraucherin nicht im Stich zu lassen, sondern Leitplanken, wie ich es vorhin genannt habe, gegen Abzocke und gegen Übervorteilung stärker einzuziehen. Wir zeigen und wollen mit diesem Programm zeigen, dass Verbraucherschutz mehr ist als nur Bio- und Tierschutz. Verbraucherschutz betrifft auch die Pflege, das Kinderspielzeug, Handygebühren, Strombezug, das, was ich schon andeutete. Es muss ein Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft gelten, und das lautet: Der Markt hat den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Und mir scheint, in einer gewissen ideologischen Wollte, vielleicht seit Ende der 90er Jahren, dieser wichtige Ansatz in der Definition einer sozialen Marktwirtschaft sehr stark verloren gegangen zu sein. Das macht sich insbesondere auf dem Finanzmarkt bemerkbar. Dort ist einiges aus dem Fugen geraten. Und mein Anliegen wird es sein, dafür zu sorgen, dass das Ausmaß an Exzessen und die damit verbundenen Risiken, die sich dann nicht nur bemerkbar machen im Bankensektor selber, sondern in einer ganzen Volkswirtschaft, in einer ganzen Gesellschaft, einzugrenzen. Anders ausgedrückt, wenn wir zu dem Ergebnis gekommen sind, dass einige Banken so groß sind, dass sie nicht fallen dürfen und deshalb für systemrelevant erklärt werden,
dann halte ich es für richtig, dass auch 80 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn ich die gesamte Altersspannbreite hinzuzählen darf, dass 80 Millionen Verbraucher und Verbraucherinnen ebenfalls systemrelevant sind. Und dass deshalb der Markt sich an ihnen ausrichten muss. Sparer, Kleinanleger, Steuerzahler dürfen nicht die Haftenden in letzter Instanz sein oder die Melkkühe für das, was auf den Finanzmärkten schiefläuft oder nicht transparent gemacht wird. Gerade erst hat die Stiftung Warentest eklatante Mängel in den Kurzinformationen der Finanzbranche festgestellt. Ich will Ihnen nur zwei Beispiele geben. Erstes Beispiel: Eine Investition in ein Hotel am See wird beworben mit schönen Bildern, aber der Anleger erfährt nicht einmal, wo das Hotel denn genau steht. Zum Beispiel im Watt der Nordsee. Zweites Beispiel: Ein geschlossener Fonds vergibt ein Darlehen. In der Kurzinformation für Fondsanleger wird für dieses Darlehen aber kein Zinssatz angegeben. So ähnlich wie bei der Schrottimmobilien, wo keine Provision Bestandteil des Verkaufsprospektes ist. Erst auf Seite 117 des umfangreichen Verkaufsprospektes steht, dass die Verzinsung, und jetzt heißt es wörtlich, im Ermessen des Kreditnehmers liegt. Also der Schuldner entscheidet über die Höhe des Zinses. Das ist ein Freibrief erster Klasse zu Lasten der Fondsanleger. Die Produktblätter, meine Damen und Herren, zu Finanzdienstleistungen sollten eigentlich die Verbraucher schützen. Sie sollen wissen, ob sie ihren Lebensabend in einem relativen Wohlstand verbringen oder in Armut. Doch diese Produktblätter sind für viele so unverständlich, als wären sie auf Chinesisch. Als ehemaliger Finanzminister und als jemand, der Volkswirtschaft studiert hat, verstehe ich normalerweise, was dort steht. Aber es kann nicht sein, dass man erst 4 Jahre Volkswirtschaft oder 4,5 Jahre Volkswirtschaft studiert haben muss und Finanzminister gewesen sein muss, um zu verstehen, in welche Anlage und zu welchen Bedingungen denn man sein Geld stecken sollte oder was man für seinen kleinen Kredit am Ende tatsächlich bezahlen soll. Die Zeitschrift Finanztest hat bei 12 Filialen und 5 Direktbanken 85 Kreditangebote in Höhe von um und bei 4.000 Euro getestet. Der Chefredakteur von Finanztest, Hermann Josef Tenhagen, war ziemlich entsetzt. Er hat das Ergebnis als niederschmetternd und als Katastrophe bezeichnet. Nicht eine der Banken hatte ihre Informationsaufgabe ordentlich erfüllt. Oft wurden dem Testkunden gezielt Informationen vorenthalten, die er braucht, um verschiedene Angebote zu vergleichen. Stattdessen sind Tester im Einzelfall mit dem Hinweis abgefertigt worden, die neue Software könne die Angebote leider nicht ausdrucken oder die Ausdrucke seien sogar verboten. Eines ist ziemlich klar: Von selber werden die Anbieter die Risiken nicht im Klartext offenlegen. Dafür brauchen wir klare gesetzliche Vorgaben, wie sie die Stiftung Warentest vom Bundesfinanzminister fordert. Ich habe ein Beispiel da draußen mit Herrn Billen. Ich glaube, er hat es selber auch in seiner Ansprache hier heute erwähnt, nochmal kennengelernt, wo jemandem eine Traumrendite von 14-17% versprochen worden ist. Und dafür hat er oder sie ihre sichere Finanzanlage sogar bei einer Lebensversicherung gekündigt, bis man dann plötzlich feststellte, dass das Ganze mit 30.000 Euro Verlust verbunden ist. Damit so etwas nicht passiert, wollen wir die unabhängige Honorarberatung stärken. Die unabhängige Honorarberatung. Für die meisten Menschen jedenfalls sind Berater die erste Anlaufstelle, wenn es um Vermögensanlagen geht. Bisher sind es hauptsächlich allerdings Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Banken und Versicherungen, die als Berater tätig sind. Der Interessenkonflikt allerdings für diese Mitarbeiter und Mitarbeiter von Banken und Versicherungen ist ziemlich klar, ist vorprogrammiert. Auf der einen Seite die Wünsche der Interessen der Kunden und auf der anderen Seite die Provision und die Vertriebsvorgaben des eigenen Unternehmens. Gelegentlich werde ich von Menschen gefragt: Herr Steinberg, geben Sie mir doch mal einen Anlagetipp. Und dann sage ich: Um Himmels Willen, stellen Sie sich vor, ich gebe Ihnen einen Anlagetipp und der ist falsch und Sie kommen in 2 Jahren zu mir und machen mich dafür verantwortlich, dass ich Ihnen was Falsches gesagt habe. Ja, was für einen Tipp können Sie mir denn dann geben? Und daraufhin habe ich gesagt: Fragen Sie nach der Höhe der Provision. Fragen Sie genau nach der Höhe der Provision.
Und im zweiten Blick lehnen Sie möglichst das Produkt ab, wo der Anlageberater die höchste Provision bekommt. Das scheint mir nicht so ein abwegiger Tipp zu sein. Der Ausweg in der Abhängigkeit gegenüber diesen Hauptamtlichen, hätte ich fast gesagt, gegenüber den Beratern von Banken und von Versicherungen, scheint mir zu sein, zum einen eine Verpflichtung, die Provisionen in jedem Fall offen zu legen, sodass die Frage nicht gestellt werden muss. So, und zum anderen der geschützte Berufszweig eines qualifizierten, aber unabhängigen Honorarberaters, der sein Geld ausschließlich vom Kunden erhält und diesen unabhängig in allen Anlageformen beraten kann. Ich betone in allen Anlageformen, weil ich schon wieder die Tendenz sehe, dass das eingegrenzt werden soll. Was die Bundesregierung hierzu als Gesetzentwurf vorgelegt hat, ist mit Verlaub ein ziemlicher Rohrkrepierer. Sie will einen Honorarberater einrichten, der zwar Fonds und Zertifikate vermitteln kann, aber keine Versicherung oder Sparverträge. Das macht keinen Sinn. Eine umfassende Beratung kann dieser Honorarberater damit gar nicht bieten. Die Kritik der Verbraucherzentralen an diesem Gesetzentwurf teile ich deshalb voll und ganz und umfänglich. Die Initiative Finanzmarktwächter der Verbraucherzentralen halte ich für gut und richtig, und die SPD hat sie bereits aufgegriffen in ihrem Wahlprogramm. Scheint mir ein sehr starkes Bindeglied zu sein zwischen der Finanzaufsicht einerseits und den Verbraucherverbänden andererseits. Die Aufsicht hat zwar einen guten Überblick über die Finanzmärkte, unbestritten, aber ihr fehlt der Vorteil, den Sie haben, nämlich der direkte Zugang zu den Verbrauchern. Und umgekehrt haben die Verbraucherzentralen zwar den direkten Kontakt zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber ihnen fehlt die Befugnis, die Zugangsmöglichkeit, um gegen Missstände vorzugehen, eben auch unter Einschaltung der Allfinanzaufsicht. Es ist mir deshalb ein politisches Anliegen, dass die Finanzmarktwächter fest bei den Verbraucherzentralen etabliert werden können und alle Befugnisse auch bekommen, die sie benötigen, um diese Funktion als Marktwächter, als Finanzmarktmonitor, wenn man so will, und damit auch als Frühwarnsystem zu übernehmen. Dies wird Bestandteil einer Regierungspolitik werden, wenn ich dazu in die Lage komme. So, nun geht es allerdings nicht nur darum, den Verbraucher nur in Einzelfällen besser zu schützen, sondern darüber hinaus auch, wie ich glaube, den kollektiven Verbraucherschutz zur Aufgabe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, also der BaFin, zu machen. Als Allfinanzaufsicht überblickt die BaFin den Finanzmarkt wie keine andere Institution in Deutschland, vielleicht abgesehen von der Bundesbank. Wir wollen, dass die BaFin diese Kompetenz nutzt, um die Entwicklung der Anlageberatung, vor allen Dingen auch der Anlagevermittlung, zu verfolgen und dann Fehlentwicklungen, und jetzt kommt es, auch zu sanktionieren. Zwielichtige Praktiken müssen bekämpft werden, nicht nur im Sinne der Anleger, sondern auch im Sinne der Berater, deren Beruf oder deren Ruf vielmehr letztlich ja auf dem Spiel steht. Aus Sicht der Verbraucher darf es aber im Hinblick auf Haftung, Aufsicht und Qualifikation aus meiner Sicht keinen Unterschied machen, ob ich mich bei einer Bank oder bei einem freien Makler beraten lasse. Alle diejenigen, die mitberaten bei einer Entscheidung, die die Menschen oft über Jahrzehnte finanziell bindet, müssen einheitliche Standards erfüllen. Ich will sagen, die Unterscheidung zwischen Kreditwirtschaftsgesetz und Gewerbeordnung ist in meinen Augen nicht sachgemäß und übrigens von der Gewerbeaufsicht auch gar nicht zu bewerkstelligen. Es funktioniert nicht, weil sie gar nicht die Ressourcen dafür hat. Nehmen wir mal das kleinste Bundesland Bremen. In Bremen gibt es ungefähr 5.000 freie Finanzmakler und Berater. Und gerade mal 1,5 Stellen sind vorgesehen, um diese wiederum zu kontrollieren. Da kann von einer Augenhöhe bestimmt nicht die Rede sein. Nun fängt Verbraucherschutz aber schon vor dem Geldanlegen an. Wer heutzutage am gesellschaftlichen Leben teilhaben will, der benötigt zuallererst den Zugang zu einem Girokonto. Im Supermarkt kann man noch bar bezahlen. Beim Energieversorger wird das, wie Sie wissen, schon sehr viel schwieriger. Aber spätestens bei Angeboten im Internet ist dann meist Schluss, wenn man kein Girokonto hat. Ohne Bankeinzug oder sogar ohne Kreditkarte läuft da meistens nichts.
Deshalb halte ich es für notwendig, dass jeder und jede das Recht auf ein Girokonto mit den üblichen Basisfunktionen in Deutschland hat und bekommt. Denn, wie Sie wissen, sind in Deutschland immer noch Hunderttausende unfreiwillig ohne ein solches Konto. Die von der Bundesregierung ausgehandelte Willenserklärung der Verbände der Kreditwirtschaft war bei den meisten Banken, realistischerweise muss man es so sehen, folgenlos. Seit Ende des letzten Jahres zeigt sich eine einzige positive Ausnahme. Die Sparkassen bieten inzwischen jedem ein sogenanntes Bürgerkonto an. Es kann aber nicht dabei bleiben, dass nur eine Institutsgruppe aus den drei Säulen des deutschen Kreditwesens diese Einsicht zeigt und andere sich weiter ihrer, wie ich glaube, gesellschaftlichen Verantwortung entziehen. Das Recht auf ein Girokonto muss in meinen Augen gesetzlich verankert werden. Verbraucherschutz darf auch nicht nur dort aufhören, wo Mitbürgerinnen und Mitbürger in eine finanzielle Notlage geraten sind. Das war der erste Teil, wenn Sie so wollen, meiner Hinweise. Wir wollen, dass Banken faire Zinsen für Dispo-Kredite verlangen. Und dies sage ich heute nicht das erste Mal. Es kann nicht sein, dass Banken gerade bei denen, die wirtschaftlich in einer schwierigen Lage sind oder in einer wirtschaftlich schwachen Lage sind, über Gebühr abkassieren. Dabei profitieren die Banken aktuell von den historisch niedrigsten Leitzinsen der EZB, die es seit ihrer Gründung gegeben hat. Erst jüngst hat, wie Sie wissen, die EZB diesen Leitzins nochmal um 0,25% gesenkt. Und die deutschen Banken, wie viele andere europäische Banken, sind inzwischen in der Lage, sich zu einem äußerst geringen Zinssatz, ich glaube von 1%, unlimitiert über 3 Jahre zu refinanzieren. Wenn das der Fall ist, dann sind Dispozinsen im Durchschnitt bei 10,5%, bei manchen bei 16% inakzeptabel. Deshalb wird es Zeit, dass es eine gesetzliche Zinsobergrenze für Dispozinsen gibt. Sie kennen die klare Aussage meiner Partei, der SPD dazu, nicht mehr als 8% über dem Basiszins. Dies halten wir für angemessen und kommt den Argumenten aus der Kreditwirtschaft jedenfalls entgegen. Nun weiß ich, dass es mit Blick auf die Risiken, die es auf den Finanzmärkten geht, nicht nur um diese unmittelbar verbraucherrelevanten Themen geht, sondern wenn wir die Risiken eindämmen wollen, die aus exzessiven Finanzmarktentwicklungen resultieren, dann werden wir mehr tun müssen zur Regulierung und Bankenaufsicht als bisher. Ich will Sie damit jetzt aus Zeitgründen nicht in extenso in Anspruch nehmen. Sie wissen, dass es dazu ein umfänglicheres Papier von mir gibt aus dem Herbst des letzten Jahres, das sich sehr intensiv mit der weiteren Bankenregulierung und Bankenaufsicht in Deutschland und in Europa beschäftigt. 3 Dinge will ich herausheben. Ich halte daran fest, dass wir in Deutschland zu einem Trennbankensystem kommen müssen. Das bedeutet, dass die riskanteren Geschäfte im Eigenhandel und im Investmentbanking so weit abgeschottet werden von dem klassischen Kredit- und Einlegergeschäft, dass die Einleger von den Risiken nicht erwischt werden, die im Eigenhandel und im Investmentbanking in der Tat durchschlagen könnten. Ein solches Trennbankensystem habe ich im September des letzten Jahres vorgeschlagen, bin bei einigen politischen Kontrahenten dabei auf Kritik gestoßen, habe dann festgestellt, dass ein Vertreter der Bundesregierung, nämlich mein Nachfolger, ein halbes Jahr später auch das Stichwort Trennbanken in die Debatte geworfen hat, auch eine entsprechende Initiative gestartet hat. Insofern freue ich mich, dass wie beim Mietrechtsänderungsgesetz und bei der Dämpfung der Mietsteigerung die Bundesregierung mit einem gewissen Zeitverzug auch da landet, wo die SPD schon wie heute gewesen ist. Der Punkt ist nur, dass das, was als Trennbankensystem von der Bundesregierung vertreten wird, nicht dasselbe ist, was wir vertreten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Europa gute Chancen haben, zu einem solchen Trennbankensystem zu kommen. Erstens gibt es einen bemerkenswerten Vorschlag aus der sogenannten Liikanen-Kommission bei der EU-Kommission. Und zweitens, die Briten selber, die britische Finanzaufsicht arbeitet an einem entsprechenden Modell und die Amerikaner auch. Und es wäre ein großer Fortschritt, die Risiken, die es gibt, wirklich einzugrenzen auf den Teil der Bank, wo diese Risiken entstehen. Gegebenenfalls mit dem Ergebnis, dass, wenn diese Risiken durchschlagen, auch dieser Teil der Bank abgewickelt werden kann, ohne dass das klassische Einleger- und Kreditgeschäft davon betroffen ist. Es wäre ein Beitrag, Risiken zu dämmen und auf die entscheidende Antwort, diese Banken sind zu groß, um fallen gelassen zu werden, jedenfalls
eine gewisse politische Abwehrbewegung zu organisieren. Das Zweite ist, wir brauchen auf der europäischen Ebene einen Bankenabwicklungsfonds und ein Bankenabwicklungs- und Restrukturierungsregime. Das ist nicht originell, was ich sage, es wird von vielen in der Tat vorgeschlagen, aber der Fortschritt dazu ist mir zu langsam. Ich will sagen, es kann nicht mehr sein, dass große Banken in dem Augenblick, wo sie restrukturiert werden müssen oder gegebenenfalls abgewickelt werden müssen, zum großen Teil zulasten der Steuerzahler abgewickelt werden. Das ist aber im Augenblick der Fall. So, es geht darum, dass wir nicht nur eine rechtliche Grundlage schaffen, wie wir sie in Deutschland schon haben, mit einem Restrukturierungsgesetz, sondern auch auf der europäischen Ebene eine Rechtsgrundlage für solche Restrukturierungen und Abwicklungen haben, der allerdings dann folgen muss, eine entsprechende Einrichtung, die das vornimmt und die zurückgreifen kann auf einen Fonds, einen Bankenabwicklungsfonds, aus dem dies finanziert wird. Und dieser Fonds ist nicht zu finanzieren von den Steuerzahlern, sondern von den Banken selber. Und ich würde mir wünschen, dass die Bundesrepublik Deutschland in dieser Frage sehr viel ehrgeiziger eine Pionierrolle übernimmt und sich nicht zurückzieht darauf, dass, um dieses zu schaffen, erst europäische Verträge geändert werden müssten. Das ist die Hinhalteposition, um nicht zu sagen die Vermeidungsposition, die im Augenblick jedenfalls als Signal von Deutschland in Brüssel ankommt. Wir reden deshalb mit Blick auf das Thema des Verbraucherschutzes hinsichtlich von Finanzanlagen nicht nur unmittelbar von dem individuell notwendigen Verbraucherschutz, sondern wir reden auch darüber, welchen Rahmen wir bilden, um die Risiken einzudämmen, die nach wie vor aus dem Finanzmarkt resultieren können, und ja, zwar nicht nur bezogen auf die einzelnen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgerinnen, sondern mit Blick auf ganze Volkswirtschaften oder Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion und der Europäischen Union. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihre Arbeit im Dienste der Verbraucherinnen und Verbraucher ist sehr wertvoll. Ich habe versucht, einige Beispiele zu bilden, wo, wie ich glaube, wir eine hohe Übereinstimmung über notwendige Initiativen haben. Ich teile deshalb viele Ihrer Forderungen und Ihrer Vorstellungen. Einige davon haben wir aufgenommen. Ich glaube, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher Ihnen recht geben. Ihre heute erschienene Verbraucherstudie hat gezeigt, dass eine überwältigende Mehrheit von 92% der Befragten fordert, dass unabhängige Institutionen die Märkte stärker überwachen müssen. Mein Ziel ist, dies in einer Bundesregierung aufzugreifen und zu unterstützen. Funktionierende Märkte vertragen keine ungleichen Kräfteverhältnisse. Funktionierende Märkte, meine Damen und Herren, brauchen einen sehr starken Verbraucherschutz. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus